Eins kann ich euch sagen, meine Freunde, ohne Licht, ja, da würden wir jeden beschissenen Tag gegen irgendeine beschissene Wand rennen und uns irgendwas brechen. Ja, und somit herzlich willkommen zum neuen Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute präsentiere ich euch eine batteriebetriebene Schranklampe mit Special-Funktionen. Link zum Produkt wie immer unten in der Beschreibung. Da findet ihr auch den Blogartikel, wenn ich ihn dann fertig geschafft habe, weil ich eine faule Drecksau bin. Und ja, könnt ihr mal reinschauen und euch das Ding angucken. Unterstützung via Patreon, PayPal oder einen Kauf über Amazon ist immer möglich. Das heißt, du klickst den Link an und kaufst einfach irgendwas, ja, was du möchtest. Denn ich benötige ganz dringend euer Geld. Ich bin ein armes Schwein und fett. Daumen hoch, ja, Daumen hoch für den geliebten Taddel, mit dem ich zeitnah die Bongen blubbern lasse und Dan K., dessen Tablet von der geliebten Kimbo zertreten wird. Also Dan, her damit, wir warten nur. Vergesst das Abo nicht und ich würde mal sagen, los geht's. Ich kann den Namen der Firma nicht wirklich aussprechen, deswegen nenne ich sie einfach Kea Live. Es handelt sich um eine Tochterfirma von der Firma OK. Die habe ich schon mal vorgestellt, links unten in der Beschreibung, da könnt ihr mal reingucken. Es handelt sich um die Kea Live SLL01 mit schwenkbaren Elementen, Magnet und, meine Freunde, haltet euch fest, jetzt, das ist jetzt kein Scherz, mit Sensor. Er hat einen Sensor. Ja, sobald ihr das Ding über meinen Link natürlich bestellt habt, bekommt ihr dieses wunderbare Teil in einer umweltfreundlichen Verpackung, damit ihr euer umweltbewusstes Gewissen beruhigen könnt. Dann wisst ihr immer, ihr habt was Gutes getan. Einige Infos sind auf der Verpackung gedruckt. Da könnt ihr mal einfach sehen, was da drin ist und was es für spezifische Eigenschaften hat. Ja, und so sieht der Stab der Wahrheit aus. Weiß und aalglatt, so wie meine Frisur. Hey, das Design gefällt mir so, wie es ist. Ziemlich rund, aber dafür selbsterklärend gehalten. Also alle Elemente erklären sich eigentlich von selbst. Aber ich gehe da nochmal drauf ein. Denn ihr findet einen kleinen Aufkleber an der Seite mit wichtigen Infos. Den könnt ihr auch abfriemeln, wenn der euch auf den Sack geht. Das ganze Ding besteht 100% aus Kunststoff. Und schon ist das umweltbewusste Gewissen, ja, nachhaltig negativ geprägt. Macht aber einen hochwertigen Eindruck und tut eigentlich, was es soll. Ich werde es euch gleich noch ein bisschen präsentieren. Dann könnt ihr es genauer sehen. Ich bin ganz ehrlich, ich bin ja sowieso nicht mehr ganz dicht im Kopf, was ihr ja schon festgestellt habt. Ich benutze die nicht im Schrank, sondern als Tischleuchte für meinen Zockerschreibtisch. Da habe ich mal ein Bild auf Instagram gepostet, ich blende es mal kurz ein. Und deshalb addet mich endlich auf Steam, damit ich mit euch zocken kann. Ich bin gerade bei GTA 3, 4 bei, will noch 5 durchzocken und mal gucken, ob ich es dieses Wochenende schaffe. Hinter dieser milchigen Abdeckung befinden sich die LEDs, das sind ganz schön viele, deswegen macht das Ding auch ein richtig geiles Licht. Und der Ein- und Ausschalter ist an der Seite. Die Autofunktion, die ihr da seht, die schaltet einfach nur den Sensor ein. Das heißt, wenn ihr es auf Auto gepackt habt, dann könnt ihr da mit der Hand reingreifen und das Ding geht halt an. Dann muss es nicht durchgehend laufen. Nachteilig finde ich tatsächlich, dass dieser Button auf der rechten Seite ist. Wenn der Schrank nämlich ganz schmal ist und ihr klemmt den da rein, ja, dann kommt ihr nicht an die Taste ran. Aber das Ganze ist via Magnet angebracht. Das heißt, dann ist es wieder flexibel und ihr könnt das dann abnehmen. Denn ihr müsst die Batterien sowieso irgendwann mal wechseln. Hier am Gelenkkopf, nenne ich es mal, ist auch noch der Sensor angebracht. Also der reagiert dann auf eure Bewegung. Und dieses Magnetelement wird einfach an der gewünschten Position mit 2 Schrauben angebaut. Das heißt, im Schrank angebaut, einfach nur. Ja, und später wird dann die Lampe halt angeklickt und ist dadurch flexibel. Ihr könnt die dann so ein bisschen drehen und auch halt wieder abnehmen. Ansonsten haben wir hier noch ein von der NSA zertifiziertes Mikrofonloch, um euch auszuspionieren. Ganz ehrlich, also ich weiß nicht, was das ist. Wenn ihr das wisst, dann schreibt mal unten in die Kommentare, was dieses Loch da zu suchen hat. Ansonsten werde ich die Lampe vielleicht doch wegwerfen. Die Schranklampe wird mit 3 AA-Batterien betrieben. Ich empfehle euch Akkus von Warta, die halten über 72 Stunden am Stück, bevor die Leuchte schwach wird. Also ich zocke ja manchmal so 3-4 Tage durch, ihr seht das in meinen Instagram-Stories und wo ich da so Social-Media-mäßig aktiv bin. Und da hat sie mal von Freitag bis Montag so durchgehalten, bevor sie dann schwach wurde. So sieht sie dann in Action aus, hell und verdammt schön. Ich blende euch kurz meinen Zockerschreibtisch ein. Hier leuchte ich halt mein Mauspad und meine Maus aus. Es sieht einfach, es macht ein angenehmeres Flair, ich kann besser zocken, weil ich dieses Licht von allen Seiten eigentlich nicht so ab kann. Und deshalb addet mich endlich auf Steam. Ich habe aber 2 negative Punkte entdeckt und muss ja hier meine ehrliche Meinung abgeben, sonst hätte ich mir dieses Ding ja einfach nicht geholt. Also erstens, der Sensor reagiert nicht immer und sofort, das nervt einfach nur, deshalb habe ich das Ding einfach auf Dauerbetrieb gestellt. Ist ein bisschen nachteilig, wenn ihr das Ding halt im Schrank reinpackt. Das hat mich schon ein bisschen abgefuckt und ich wusste nicht, woran das liegt. Ich habe noch einen zweiten rumliegen, den habe ich jetzt nicht getestet. Aber am ersten war das so ein bisschen happig. Dann der zweite Punkt, das ist das Batteriefach. Die Batterien lassen sich teilweise nur schwer ins Fach einbringen und auch entfernen. Da stimmen die Maße einfach nicht so richtig. Ich muss das Ding immer so schütteln. Ja, ich will die Bewegung jetzt nicht machen, das sieht einfach nur etwas gay aus. Aber auch das ist eine nervige Arbeit. Aber wenn ihr halt die Batterien schon 6-7 Mal ausgetauscht habt, dann flutscht es eigentlich ganz gut. Ich empfehle das Teil auf jeden Fall weiter. Es
macht, was es soll und kostet auch nur 12 Euro. Mittlerweile haben die aber ein neues Modell. Und auch da ist in der Beschreibung zu sehen, dass wohl dieses Batteriefach ein bisschen nervig ist, aber dennoch von mir erstmal eine Empfehlung und es ist auf jeden Fall nice, so für den Tisch und sowas, ne? Ihr könnt das Teil auch einfach zweckentfremden, denn dieser weiße, allglatte Stab der Wahrheit wird eure Kreativität zum Beben bringen. Glaubt mir, meine Freunde. Ja, Link ist in der Beschreibung. Unterstützung via Patreon, PayPal oder einen Kauf über meinen Amazon-Link hilft mir extrem weiter, denn ich brauche Schuhe für die Mädels oder Produkte, die sinnlos zertreten werden, um euch zu entertainen. Vielen Dank. ihr könnt ja in den Kommis schreiben, was ihr damit tun würdet. Und bitte, bitte, meine Freunde, nichts Perverses. Oh, meine Freunde, wir sind auch schon wieder bei der Endcard und ihr kennt das Akkuproblem, was ich auch immer habe. Ich muss das Ding immer vollladen, denn ich benutze es den ganzen Tag von morgens bis abends. Ich bin süchtig, das muss ich zugeben, juhu. Und ich habe euch oben rechts eine Ladestation vorgestellt mit 50.000 mA und direkt darunter kommt ihr zum 6-Ports USP Jellycam Ladegerät. Ja, macht mir mal da die 1.000 Views voll. Ich freue mich. Daumen hoch und Abo nicht vergessen. Das war wieder euer Chris. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns Mittwoch zur nächsten Real Talk Folge wieder. Bis dann, meine süßen Einhörner.